Was wäre der Herbst ohne den beliebten Martini-Markt im Papiermachermuseum Steirermühl? In den herbstlich dekorierten Hallen der alten Papierfabrik werden vielseitiges Handwerk und kulinarische Leckerbissen angeboten. Viele fleißige Hände helfen zusammen, dass die Veranstaltung gelingen kann. Vom Dekorationsteam Blumen Muscari über meine Kollegen von der Kulturabteilung Stadtgemeinde Leckirchen, der Bauhof, das Team vom Museum, alle müssen zusammenhelfen, dass das gelingen kann. Für die Kleinsten unter den Besuchern wird etwas ganz Besonderes geboten. Jedes Kind darf seine Laterne selber basteln. Was sehen wir auf der Laterne? Zeig's uns einmal. Den heiligen Martin, den Bettler. Dann sehen wir den Gänsestall und Gänse. Und dann sehen wir den Nikolaus. Der hat geteilt und er hat einem armen Menschen geholfen. Glaubst du, ist es wichtig? Ja, schon. Willst du auch ab und zu teilen? Ja. Mit wem? Mit der Mama, mit dem Papa, mit meinen Freunden, Freundinnen. Eine Laterne. Für wen ist denn die Laterne? Für mir. Es wird fleißig gebastelt und bei manchen Erwachsenen kommen dabei schöne Erinnerungen hervor. Die Laterne hat traditionell meine Mama gebastelt im Kindergarten und ist dann einfach wiederverwendet worden. Und es ist einfach für uns eine Tradition und ein Brauch, das ich einfach an meine Kinder weitergeben möchte. Und weil ja die Geschichte vom heiligen Martin einfach dahinter steht. Ja, der heilige Martin war ja Soldat und ist dann eingeritten in die Stadt und hat einem Bettler geholfen. Und da hat er in der Nacht dann den Traum gehabt, weil er den Mantel geteilt hat, dass er sein Soldatentum ablegen soll und ist dann Christ geworden und sozusagen, dass er die Menschen helfen soll. St. Martin ist vor allem für seine Tat der Nächstenliebe bekannt. Sein bewegtes Leben wird heuer nicht nur zu Lande, sondern auch auf der Traun inszeniert. Und die Kinder haben den heiligen Martin am Martini-Markt mit ihren selbstgebastelten Laternen empfangen. Bei all diesen schönen Dingen werden gleichzeitig auch die Werte vermittelt, für die der heilige Martin steht, wie Mitgefühl und die Bereitschaft zum Teilen.